Wie findest du mit dem Blick auf nur eine Kennziffer den richtigen Partner für deine Altersvorsorge? Wie das geht, verrate ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Ja, hallo, ich bin der Kai. Schön, dass du auch in diesem Video wieder dabei bist. Wenn du dich für einen Partner für deine Altersvorsorge entscheidest, dann bindest du dich sehr, sehr lange an eine Firma, an eine Gesellschaft. Wenn wir heute, sagen wir mal, du bist heute 30, dann hast du 37 Jahre bis zum Renteneintritt, 67, vielleicht sogar 40 bis 70, wer weiß, wie lange wir arbeiten. Und jetzt sagen wir mal wirklich, es geht alles richtig gut, du wirst 100, dann hast du noch 30 Jahre, in denen du das Geld entnimmst. Und auch in diesen 30 Jahren sollte der Partner ja noch stabil und da sein. Also wir reden hier locker von 40, 50, 60, 70 Jahren, wo du A, Geld einzahlst und dann natürlich auch Geld wieder zurücknehmen willst. Dass das nicht jeder Partner kann, das siehst du zum Beispiel an der Mannheimer Versicherer, die musste unter den Schutzschirm Protektor flüchten. Oder die Ergo zum Beispiel oder die Generali, die haben ganz viele Verträge an sogenannte Run-Off-Gesellschaften verkauft, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat. Und es gibt eine Kennzahl, die ist super wichtig und die kannst du super schnell nachlesen und die zeigt dir, wie stabil und zukunftsweisend vor allen Dingen der Partner dasteht. Ja, und die Rede ist von der sogenannten Solvenzquote. Das ist eine Kennziffer, die ist im Zuge der Reformierung des Kapitalmarktes nach der Finanzmarktkrise erarbeitet worden im Zuge von Solvency II. Und da müssen sich Versicherer und Banken sogenannten Stresstests unterziehen. Das heißt, in Modellberechnungen wird herausgefunden, wie stark steht denn ein Versicherer da. Also kann der Versicherer auch in modellhaften Extremszenarien ja seinen Verpflichtungen gegenüber Kunden und anderen Leistungsträgern nachkommen. Und diese Solvenzquote sollte mindestens 100 betragen. Das ist ganz wichtig. Also Solvency II ist das Gesetz, wo es drin steht, die Richtlinie und die Solvenzquote, die ist quasi der Spiegel, der zeigt, wie der Versicherer, also dein Partner, in Extremsituationen wirklich dasteht. Also diese Quote signalisiert, ob der Versicherer, also dein Partner, auch wirklich genügend Eigenmittel, also Barreserven zur Verfügung hat, um in den Modellrechnungen unter Solvency-Bedingungen, unter diesen Rahmenbedingungen, wirklich alle Verpflichtungen zu erfüllen. Und das ist eine einfach zu checkende Quote und es ist eine ganz wichtige Quote. Und dass es Extremszenarien geben kann, das sehen wir jetzt an der Corona-Krise. Da hätten wir alle vor 2, 3 Jahren nie dran gedacht, dass so etwas wirklich passiert. Also ist es gut, einmal genauer auf diese Quote zu schauen. Und die Spannweite unter den Anbietern am Markt, die ist wirklich gigantisch. Die reicht von 160% bis über 900%. Also da sind wirklich Unterschiede, wie lange wirklich ein Partner durchhält. Und jetzt denk nochmal dran, du gehst über Jahrzehnte eine Verpflichtung ein und du möchtest nicht, wenn du heute einen Vertrag unterschreibst, vielleicht dann, wenn es wirklich für dich die heiße Phase ist, also wenn du kurz vor dem Renteneintritt stehst und gar nichts mehr ändern kannst, dann möchtest du ja nicht, dass auf einmal die Gesellschaft bankrott geht oder verkauft wird oder die Rahmenbedingungen andere sind. Also insofern ist das eine ganz entscheidende Quote, auf die du schauen solltest. Ja, exemplarisch möchte ich hier kurz 2, 3 Gesellschaften nennen. Also die VPV Leben hat mit 947% den Spitzenplatz 2020 erreicht, die Swiss Life mit 856% danach und dann die Lebensversicherung von LV 1871 mit 828%. Und hier ist ganz spannend, dass der einzige unter den Top 3, der auch sogenannte Netto-Tarife, also kostenreduzierte Tarife für dich als Kunden anbietet. Ja, unter dem Link solvencydata.com/ticker findest du alle aktuellen Solvenzquoten und du findest natürlich auch die Gesellschaften, die von der BaFin unter Manndeckung genommen worden sind. Das heißt, es gibt mehrere Gesellschaften, wo die BaFin sagt, wow, denen trauen wir nicht so ganz. Da schauen wir ganz genau hin und da schicken wir wirklich Teams in die Gesellschaften rein und die nehmen wir unter Manndeckung. Und wenn du auf dem Ticker so eine Gesellschaft findest, dann solltest du auf jeden Fall aktiv werden und mal darüber nachdenken, wie kannst du den Vertrag optimieren, wechseln etc. etc. Macht das unter Umständen Sinn? Ja, worauf solltest du jetzt achten, wenn du so einen Lebensversicherungs-, Rentenversicherungsvertrag, eine betriebliche Altersvorsorge etc. abschließt? Du solltest einmal natürlich auf die Solvenzquote achten, das hat man schon gesagt. Dann, das nächste, sind die Kosten. Die sind ganz entscheidend. Du kannst die Kosten
richtig beeinflussen, Tarifauswahl, Nettotarif etc. Eine Rendite beeinflussen wird schwer für uns alle. Wenn ich das könnte, würde ich hier auch nicht sitzen, sondern irgendwo, wo es schön warm ist, die Sonne immer scheint etc. Ja, und das dritte ist die Bedingungen. Die Bedingungen sind auch wichtig, das heißt, zum Beispiel ist der Rentenfaktor garantiert. Dir nützt es nichts, wenn du nachher an der Rente ankommst und der Versicherer sagt, wow, wir haben uns verkalkuliert, die Leute werden älter oder wir hatten mehr Leistungen zu zahlen und dann machen wir aus einer garantierten Rente von 1000 Euro vielleicht doch nur 500. Dass sowas geht, das habe ich in ein oder anderen Videos schon erklärt. Also das sind so die drei Dinge, auf die du auf jeden Fall achten solltest. Und gerade auch, wenn du Arbeitgeber bist und du gibst deinen Leuten eine betriebliche Altersvorsorge, dann wirst du Versicherungsnehmer. Und wenn ein Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, hey Chef, ich habe hier einen Vertrag, dann nicht einfach unterschreiben. Dann schau dir diese Themen an. Wie ist die Solvenzquote desjenigen, der da kommt, der Firma, die dir angeboten wird? Wie sind die Rahmenbedingungen? Und wie ist der Rentenfaktor? Ist der garantiert? Und ist der garantiert nur aufs eingezahlte Kapital oder ist der aufs Gesamtkapital garantiert? Weil du als Arbeitgeber haftest. Auch dazu habe ich ein sehr ausführliches Video gemacht. Also du siehst, das sind so die drei Kernfaktoren, wo du relativ einfach rausbekommen kannst, ob das ein toller Partner ist, auf den du dich da für die nächsten Jahrzehnte einlässt. Ja, du siehst, wenn man weiß, wo man hinschauen muss, ist alles relativ einfach. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Das ist so hier der Applaus auf YouTube. Und ich möchte dir zwei Videos ans Herz legen. Einmal das Video über die Indexpolice. Da gehe ich nochmal auf Indexpolicen ein, wie funktionieren die. Und da siehst du sehr schön exemplarisch, was Kosten eigentlich ausmachen und wie sich Kosten auf deinen Erfolg mit deiner Sparanlage auswirken. Und das zweite Video, was ich dir ans Herz legen möchte, das ist das Thema 50% mehr Rente. Da gehen wir um das Thema Bedingungen so ein bisschen tiefer drauf ein. Da geht es darum, wie Geschäftsführer ihre Rente, also das, was sie wirklich aus ihrer Vorsorge erzielen, um 50% relativ einfach und vor allen Dingen sicher, flexibel, modern erhöhen können. Also du siehst, breites Themenfeld. Schau dir bitte auch diese zwei Videos an. Ja, und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du selbstständig bist, Entrepreneur, Unternehmer und so weiter, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ein bis zweimal die Woche kommt hier ein neues Video und wenn du die Glocke auch aktivierst, dann verpasst du nie mehr ein neues Video. In diesem Sinne sage ich einfach mal, bis bald!